Also dann, wie sagen wir? Tschüss mit Ü. Tschüss mit Ü und ciao mit A. Und wie tschüss mit Ü, ciao mit Au. Ja. Und vierte mit. Ah, das kenne ich nicht. Tschüss. Ciao. Hurghada Airport. Wie viele Kontrollen haben wir gehabt? Draußen, noch bevor du reinkommst in die Abflughalle, stehen schon zwei und wollen ein Ticket sehen und wollen einen Pass sehen. Dann die nächste Partie ist natürlich beim Einchecken. Dann haben wir gehabt, kurz nach dem Einchecken wieder an, der was im Pass kontrolliert hat. Dann sind wir gekommen auf den Scanner. Nach dem ersten Scan gehst du weiter, kommst zu einem zweiten Scan. Dort haben sie dann alles aufgerissen, unsere vier Feuerzeuge, also ich habe vier Feuerzeuge mitgehabt, die waren einmal gleich weg. Dann haben sie mir sogar die Laptop-Taschen aufmachen lassen, den Laptop musste ich hochfahren. Und natürlich jedes Mal bei solchen Scans musst du dir auch die Schuhe ausziehen. Also sicherheitsmäßig. Also top, also da braucht wirklich niemand Angst haben, dass da auf dem Flughafen irgendwas passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass in Schwechat eine Bombe hochgeht wie da. Ja. Da haben sie die vorher schon dreimal erwischt. Hut ab! Zu puncto Sicherheit haben sie viel dazugelernt. So schaut das aus, oder? Gut, jetzt warten wir auf den Abflug und wann geht's los? 4:10 Uhr. 4:10 Uhr, wie spät haben wir es jetzt? 2:15 Uhr. Na, servus. Da können wir sie noch ein paar Bier reindrucken. Nicht? Hier in Ägypten hat das Personal von Duty Free sich die Arbeit gemacht, jede einzelne Jigstange, die was wir da sehen, jedes einzelne Produkt, das was man da drüben sieht, anzuschreiben, anzupreisen, anzukleben, Preisschilder drauf zu kleben. 23 Dollar sind 215 Pfund, ägyptische in etwa. Das heißt, 300 Pfund habe ich noch. Diese Stangen Jake wandert mit nach Österreich. Ja, da lacht natürlich das Herz eines Österreichers, wenn er in Ägypten am Duty-Free-Shop vorbeigeht und man sieht Milka-Schokolade. Was ich vermisst habe, sind die Mannerschnitten. Wiener Mannerschnitten habe ich da noch nicht gesehen. In Euro gerechnet sind 300 Pfund, sind umgerechnet ca. 30 Euro. Das heißt, die Stangen Golvar mit 23 Dollar kostet ein bisschen mehr wie 20 Euro. Nein, umgekehrt. 21 Euro. Ja, was umgekehrt? 23 Dollar sind ein bisschen mehr wie 20 Nein, Euro. Nein, weniger, weil 1 Euro ist 1,3 Dollar. 23 Dollar sind ein bisschen mehr wie 20 Euro. Ach so, wie 20 Euro. Okay. Ja, so, da haben wir jetzt sogar noch 30 Pfund zurückbekommen, 30 ägyptische Fetzen. Schaut also dementsprechend aus. Ne? Das ist die ägyptische Währung. Ja, die kommen in die Sparkasse.